Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Ich habe noch meine Schießbrille auf, weil ich hier gerade dabei bin, noch Dinkelmehl abzumessen, 350 Gramm. Die brauche ich gleich für meine Quarkölbrötchen. Das war zu viel. Das kommt davon, wenn man hier am Reden ist. Also, ein bisschen was zurück. Zum Glück geht das ja. Und während ich das hier zurück tue, läuft jetzt mal eben schnell unser Intro. Bis gleich. So, zu Anfang, wenn wir anfangen, die Brötchen zu machen, den Backofen, 180 Grad, Ober-Unterhitze. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Hier habe ich 350 Gramm 650er Dinkelmehl. Da tue ich jetzt 3 Teelöffel Backpulver drauf. Das war fast ein bisschen wenig. Okay. Nicht so schlimm, ich habe noch mehr, tue ich da gleich noch rein. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel Salz. Ein Teelöffel Zucker muss da auch noch rein. Wir wollen die zum Frühstück haben, da gibt es halt auch eine süßere Variante, indem man halt ein bisschen mehr Zucker reintut. Kann man gerne machen, sonst halt nur einen Teelöffel. So. Jetzt tue ich mir das Ganze schon mal auf meine Maschine. Ich muss mir mal eben meinen Knethaken holen. Wie viel Öl brauchst du denn? 70. Achso, du bist da. Ja, 70 Gramm Pflanzenöl brauchen wir. Ich bastel mir das hier gerade schön auf unserer Waage zusammen, die nicht richtig funktioniert. Und ein Ei brauchen wir auch noch. Das schlage ich da so rein. Alles klar. Dann kann die Schweinerei losgehen. Ich tue das ja jetzt einfach mal schon mal rein. Das sind 70 Gramm Pflanzenöl. Man sollte kein Olivenöl nehmen, das ist doof. Das schmeckt nämlich nicht gut. Da drin. Und 200 Gramm Quark. Und jetzt kommt da noch ein Ei rein. Und dann darf unsere Küchenmaschine mal ein bisschen arbeiten. So, der ist fertig. Nehmen wir den hier mal raus. Dann mache ich da jetzt noch mal eben schnell so eine glatte Masse draus. So dass ich mir die halt schön aufteilen kann, weil ich brauche davon jetzt 9 Teile. Wiegen. Damit wir so gleichmäßige Teile haben, schauen wir mal, wie das dann gleich so hinkommt. So, wir haben jetzt unsere ganzen 9 Brötchen hier liegen. Da gehe ich jetzt immer ein bisschen Milch rüber. Dann nehme ich den, tauche den hier einmal schön in die Sonnenblumenkerne. Geil. Gefällt mir. Mal richtig Schweinkram machen. Das mache ich jetzt mit allen. Und dann kommen die gleich in den Backofen. Der ist schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und da müssen die dann gleich für einen kleinen Moment verweilen. Ich werde dann nach einer Viertelstunde 6 Stück rausnehmen. Die lassen wir dann abkühlen und dann kommen die in den Gefrierschrank. Und dann kann man die, wenn man möchte, wenn man sich die dann aufbacken möchte, 180 Grad Backofen, Viertelstunde, und dann sind die wieder tipptopp. Dann sind die wie frisch gebacken. So. Das hätten wir. Ready? Jetzt kommen die in den Backofen. Jetzt kommen die in meinen vorgeheizten Backofen, 180 Grad Ober-Unterhitze.
kein Umluft, weil Umluft ist immer so ein bisschen blöde, das trocknet immer den Teig so mega aus. Deshalb, ich tue die jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze in die Mitte, benutze wieder meine Barbecue und Grill und Backfolie. Die habe ich schon mal beschrieben in einem Artikel beim Grillen. Ich kann dir aber gerne wieder unten einen Link reinmachen, dann könnt ihr euch die gerne mal angucken. Ist nicht teuer, kann man aber immer wieder benutzen. Ist gut für unsere Umwelt und funktioniert wunderbar. So, Deckel dicht. So, 20 Minuten später. Die sehen doch schön aus, oder? Ich finde, die sehen richtig geil aus. Ja, richtig schön aufgegangen auch. Ab in unseren Brotkorb. Sehr schön. Schön braun, schön fluffig, richtig geil. Ja, das ist ein super schneller, einfacher Teig, den man wirklich in 10 Minuten mal eben schnell fertig hat, mal eben schnell draufpacken kann. 20 Minuten später habt ihr wunderschöne Brötchen. Oder eine Viertelstunde später dann abkühlen lassen. Und dann einfrieren, dann habt ihr wunderschöne Sonntagsbrötchen, die ihr sonntags morgens mal eben schnell bei 180 Grad, 10 Minuten, Viertelstunde aufbackt. Wenn ihr die sonntags rausholt, rausholen, ein bisschen antauen lassen und dann angetaut in den Backofen rein, 180 Grad, Viertelstunde, dann sind die tipptopp, sind die richtig geil. Ich hoffe, euch hat unser niedliches Video zum Thema Öl-Quark-Brötchen gefallen. Richtig schön. Gib uns einen Daumen nach oben. Abonnier uns, solltest du uns noch nicht abonniert haben. Hast noch nicht alle unsere Videos geguckt, dann sind da hinter diesem Video über 100 Videos, die man noch gucken kann. Solltest du die Einkaufsliste suchen, die findest du unten in der Description Box. Da braucht man teilweise, also wenn man mit dem Rechner unterwegs ist, muss man auf mehr Anzeigen klicken, dann geht das noch weiter auf. Dann steht da unten, hier geht es zu unserer Einkaufsliste, da einfach draufklicken, dann kriegst du eine PDF. Da steht dieses Mal mit Sicherheit, habe ich mir schon vorgearbeitet, das komplette Rezept auch mit unten drin. Könnt ihr euch ausdrucken, könnt ihr mit in die Küche nehmen. Super mit einkaufen, gar kein Problem. Ja, dann war es das für heute. Dann sagen tschüss. Ja, tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.